Buenas tardes, einen schönen guten Nachmittag. Mein Name ist Maurice Klingenschmidt von SI Real Estate Mallorca und heute wieder mit einer neuen Gebietstour. Wir befinden uns hier an der wunderschönen Playa de Palma im April im Jahr 2023 und zeigen euch, was sich hier so verändert hat in den letzten zwei Jahren nach unserer letzten Gebietstour an der Playa de Palma. Kommt mal mit, schaut euch das Ganze an und genießt es. Ja, wichtig ist natürlich die Marktentwicklung. Wie hat sich der Markt entwickelt in den letzten zwei Jahren? Was ist zwischen 2021, unserer letzten Playa de Palma Gebietstour, und 2023 passiert? Ja, man kann natürlich sagen, dass der Tenor auf Luxus und auf hochwertige Neubauentwicklungen, die, sage ich mal, an der Playa de Palma stattfinden, weiterhin gegeben ist. Wir sehen hier gerade ein Projekt, das wir euch damals auch präsentiert haben. Im Jahr 2021, das natürlich restlos ausverkauft wurde. Wir reden hier von siebenstelligen Verkaufsbeträgen. Das ist vielleicht auch nochmal interessant. Der eine oder andere hat sich sowas früher nicht vorstellen können, wenn man über den Ballermann, den berühmt-berüchtigten Ballermann spricht und die Playa de Palma und gleichzeitig Luxus und Wohnimmobilien im Luxussegment in den Mund nimmt. Dann hat das über Jahrzehnte lang nicht zusammengepasst. Aber mittlerweile ist es so, dass diese Entwicklung stattfindet, dass diese Entwicklung messbar ist und dass diese Entwicklung definitiv gegeben ist. Ja, anders als am nordeuropäischen Immobilienmarkt hat hier nichts stagniert oder ist gar zurückgegangen. Man muss ganz klar sagen, dass die Kaufnachfrage nach wirklich hochwertigen und interessanten Wohnimmobilien in den guten Lagen an der Playa de Palma stark zugenommen hat, also auch nach Corona und auch nach der Pandemie. Und man muss ganz klar sagen, dass diese Entwicklung eigentlich nur in eine Richtung geht. Und wir haben das jahrelang gesagt und wir sagen das immer noch, es ist absehbar gewesen. Warum ist es absehbar gewesen? Denn wir haben hier einen deutlich unterbewerteten Standort gehabt an der Playa de Palma. Wenn man das beispielsweise mit dem Südwesten Mallorcas vergleicht, dann ist es einfach so, dass wir hier noch ein erschwingliches Kaufpreisniveau haben mit mittlerweile einem durchschnittlichen Immobilienkaufpreis von rund 5.000 Euro. Da sind natürlich nicht diese Top-Immobilien an der ersten Linie, an der ersten Reihe gemeint, sondern vorwiegend auch Objekte, die sich auf der zweiten, dritten oder auf der vierten Linie befinden. Aber das ist, sage ich mal, der Durchschnittswert. Und man kann ganz klar sagen, dass es weiterhin in eine Richtung geht. Es gibt sehr wenig Boden, der bebaubar ist oder bebaut werden kann, da diese Altbestände natürlich nicht von heute auf morgen abgerissen werden, denn das wäre natürlich auch nicht wirklich wirtschaftlich, denn die maximale Etagenhöhe, die kann nicht mehr erbaut werden. Also wenn man hier sieht, da sind teilweise Objekte mit 6, 7 Etagen, das kann und darf nicht mehr erbaut werden. Das heißt, man reißt so etwas natürlich nicht ab. Und saniert das, renoviert das. Natürlich ist hier sehr viel renoviert worden. Auch in den letzten zwei Jahren ist wieder sehr, sehr viel modernisiert worden hier an der Playa de Palma. Und man sieht einfach, es geht tatsächlich in diese Richtung und der Luxus kommt an der Playa de Palma. Ja, wir blenden euch zum Vergleich nochmal das Video von 2021 ein, die Gebietstour, die wir hier gedreht hatten an der Playa de Palma, könnt ihr euch gerne nochmal anschauen. Da haben wir relativ viel aus dem Nähkästchen geplaudert, das machen wir heute etwas weniger. Und damals haben wir auch eine Initiative erwähnt, die Initiative Palma Beach. Palma Beach ist eine Unternehmerinitiative, die vorangetrieben wird durch die Ferrer Brüder, die Eigentümer sind der Ferrer-Gruppe. Die Ferrer-Gruppe hat hier mehrere hochwertige Restaurantbetriebe an der Playa de Palma, vorwiegend in der Bierstraße. Das Chiringuito, das wahrscheinlich viele von euch kennen. Und unter anderem auch von der Unternehmerfamilie Rio, der gleichnamigen Hotelkette Rio Hotels, die also auch mit Initiatoren dieser Initiative sind, Palma Beach. Und man kann ganz klar sagen, was möchte Palma Beach? Palma Beach möchte, dass das Image der Playa de Palma aufpoliert wird, dass der Sauf- und Billigtourismus sich abwendet und dass das Ganze in einen Qualitätstourismus übergeht. Und man kann das natürlich mögen oder nicht mögen. Ich meine, die Playa de Palma ist die Playa de Palma. Es hat immer zwei Gesichter, die Medaille hat immer zwei Seiten. Wir sind da relativ neutral positioniert, aber natürlich ist es schon so, dass ein gewisser Standard erfüllt sein sollte und dass auch eine gewisse Qualität gegeben sein sollte, unserer Meinung nach. Es ist einfach so, wir haben ja einen wunderschönen Sandstrand, der hier gegeben ist und wir haben eine tolle Infrastruktur. Wir haben die Nähe zum Flughafen, wir haben die Nähe zur Inselhauptstadt Palma, weshalb wir auch persönlich sehr stark an diesen Standort glauben. Und ähnlich geht das natürlich auch Palma Beach, deren Initiative aufzugehen scheint. So, jetzt zeigen wir euch nochmal, jetzt fahren wir nochmal die Playa de Palma ab, zeigen euch nochmal 2 bis 3 Standorte, die gerade in den letzten zwei Jahren entwickelt wurden, Neubauobjekte, die entstanden sind. Ein Neubauprojekt, das in den kommenden Monaten entstehen wird, auch an der Playa de Palma. Kommt mal mit, schaut euch das Ganze an und genießt es. Ja, wunderschön, ne? Im Monat April, so ein schönes Wetter. Ja, es ist
super. Das ist schon super. Ich habe einen guten Freund und ja, auch Partner, den Marc Bremer, der auch bei uns in der Firma ist. Der ist gerade in Norwegen. Oh. Und hat mir gestern Schneebilder geschickt. Also muss man schon sagen, das ist natürlich der große Vorteil in Mallorca, in der Playa de Palma. 7. April, Sonnenschein, was haben wir gefühlt? 23, 24 Grad. Ja. Kann man aushalten am Karfreitag? Ja, das ist natürlich was Feines. Abseits vom Wandel an der Playa de Palma, das wird wahrscheinlich immer Bestandteil des Ballermanns bleiben. Der Playa de Palma, des sogenannten Ballermanns, man möchte das ja nicht so abwertend sagen. Aber es ist so und ich glaube auch nicht, dass das in den nächsten Jahren sich ändern wird. Vielleicht nochmal dazu, aber ja, Qualität hat ja nicht immer was mit dem Musikgeschmack zu tun. Ja, jetzt stehen wir am Ende der berüchtigten Bierstraße, wie vorab angekündigt. Und wenn ihr mal ganz genau fokussiert nach hinten, wahrscheinlich seht ihr es nicht so genau durch die Kamera, dann seht ihr, wir sind ca. 350, 400 Meter vom Strand und von der Bierstraße entfernt, wo das Leben pulsiert in den Monaten Mai und September vorwiegend. Und dass ihr auch mal sehen könnt, was hier so entstanden ist in den letzten zwei Jahren. Hier ist mal ein kleiner Einblick. Das kann man sich oft gar nicht vorstellen und denkt, das passt nicht wirklich zusammen. Playa de Palma, Ballermann, wie man ihn so oft abwertend auch nennt, und Luxus, aber das passt sehr wohl zusammen. Und ihr könnt sehen, hier stehen sehr hochwertige Villen. Die anderen Wohngebiete, die hochwertig sind, sind wir 2021 in unserer Gebietstour bereits abgefahren. Da ist nicht so viel passiert. Wir blenden den Link nochmal ein, dann könnt ihr euch das nochmal anschauen, wenn ihr das Video nicht gesehen haben sollt. Aber lange Rede, kurzer Sinn, das gibt es auch hier. So, jetzt zeige ich euch, dass hier gerade noch ein sehr hochwertiges Neubaugebiet entsteht. Kommt mal mit und steigt ein. So, jetzt sind wir hier wieder unweit von der bekannten Bierstraße und auch unweit von der bekannten Schindelstraße auf der linken Seite. Hier an der Autobahnabfahrt der Playa de Palma, die wahrscheinlich viele von euch kennen, die mal mit dem Reisebus hier angekommen sind. Und ja, was hier auch neu ist oder neu entsteht gerade noch und vor zwei Jahren noch nicht entstanden ist, ist dieses Neubaugebiet. Ja, die Bagger sind schon da, die Infrastruktur wird schon gelegt. Das ist sozusagen die Rückseite der Calle Miguel Pellisa, also der sogenannten Bierstraße. Eine Straße weiter wird erweitert, das heißt, hier gibt es Grundstücke, die kann man auch kaufen. Wenn das für euch interessant ist, könnt ihr uns sehr, sehr gerne kontaktieren. Wir haben den direkten Bezug und können gerne den Kontakt herstellen. So, dann haben wir hier noch ein weiteres Neubauprojekt, das entsteht kurz vorm Baubeginn, und zwar von Aedas Homes, einem großen, dem größten spanischen Bauträger, börsennotiert, der hier ein sehr, sehr interessantes Neubauprojekt mit, ja, schönen, hochwertigen Reihenhäusern im modernen Stil umsetzt. Wir haben relativ viel schon verkauft von diesem Projekt, aber es gibt noch die ein oder andere Einheit. Wenn das interessant für euch ist, könnt ihr uns gerne kontaktieren. Die Lage ist hervorragend. Ihr seid 2 Minuten fußläufig vom Sandstrand entfernt und ja, so circa auf der Höhe von Balneario 12 fast in Campas Tier. Das heißt, in einer ruhigen und wirklich guten Lage. Ja, natürlich sind auch die Hoteliers nicht untüchtig gewesen in den letzten zwei Jahren. Ja, das neu sanierte Rio Hotel hier an der Playa de Palma. Und ja, das sind natürlich auch große Cambios, große Wandel, die hier im Hotelbereich auch in der Gastronomie entstanden sind. Da wollen wir aber nicht weiter drauf eingehen. Für uns ist wichtig, was ist im Immobiliensektor passiert, was ist, sage ich mal, im Bereich von Wohnimmobilien passiert, die ihr kaufen könnt, die ihr erwerben könnt, und wie ist der Wandel, wie ist die Marktsituation, wie ist die Stimmung. Ja, die touristische Perspektive ist natürlich hervorragend, gar keine Frage, was natürlich auch eine elementare Säule für den Immobilienmarkt ist. Ja, ich hoffe, das Ganze war interessant für euch gewesen. Nochmal ergänzend zu unserem Video aus 2021, was wir jetzt noch ein drittes Mal einblenden, damit ihr euch das auch nochmal anschaut, wenn ihr das noch nicht getan habt zu dem Zeitpunkt. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr uns natürlich gerne jederzeit kontaktieren zum Immobilienkauf auf Mallorca. Wir sind gerne euer kompetenter Ansprechpartner als Immobiliensachverständige hier auf Mallorca und Immobilienmakler. Und ja, wenn ihr Anregungen habt zu dem Video, dann könnt ihr uns natürlich auch gerne einen Kommentar hinterlassen. Da würden wir uns freuen. Auch für den Algorithmus auf YouTube ist das immer ganz gut, damit noch mehr Menschen unsere Videos sehen können. Und ja, wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal und hasta luego.